Dann möchte ich eigentlich schon unseren ersten Referenten vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass hier Herr Dr. Herring hier heute bei uns sind. Noch kurz zu Ihrer Person etwas, den meisten sind Sie wahrscheinlich auch schon ein Begriff, aber nichtsdestotrotz, Sie haben VWL in Heidelberg und Saarbrücken studiert, dann auch in Saarbrücken promoviert. Sie haben danach in einer volkswirtschaftlichen Abteilung in einer deutschen Großbank gearbeitet, danach dann vor allen Dingen für den Vorstand Reden geschrieben und sind dann aber 1997 in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt, haben die Financial Times Deutschland mit aufgebaut, dort gearbeitet, bei der Börsenzeitung gearbeitet und sind dann 2002 eben zum Handelsblatt gekommen. Seitdem sind sie auch dort noch. Hatten unterschiedliche Aufgaben dort, vor allen Dingen über Geldpolitik geschrieben. Dann haben sie ab 2012 die tägliche Kolumne Stimmt es das? Geschrieben, wo es eben um wirtschaftswissenschaftliche Hintergründe geht. Sie haben den EZB-Schattenrat gegründet, wo 15 wichtige Ökonomen sich regelmäßig treffen und eben über EZB-Entscheidungen und die Geldpolitik debattieren und Empfehlungen aussprechen. Sie sind außerdem Mitbegründer und Co-Direktor der World Economic Association, die 2011 gegründet wurde. Da sind mittlerweile 12.000 Mitglieder weltweit drin. Also es ist wirklich unglaublich, was das für ein großes Netzwerk geworden ist. Sie sind zudem noch Autor mehrerer, unter anderem preisgekrönter Bücher, also und so weiter. Es gibt noch vieles weitere zu nennen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und Sie werden heute über das Thema Bargeld und die mögliche drohende Abschaffung sprechen. Und genau, the stage is yours. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung an die Monetative. Es freut mich sehr, dass ich hier über die Zukunft des Bargelds reden darf. Der Titel sagt ja schon, dass es sich lohnt, darüber zu reden, dass er also nicht selbstverständlich ist. Das wird auch ein Kern des Themas sein, warum es nicht selbstverständlich ist. Zur World Economics Association vielleicht noch ein kleines Aperçu, das ich sehr lehrreich finde. Wenn man so guckt, was in Wikipedia alles steht, dann findet man vieles. Ich weiß jetzt den aktuellen Stand nicht, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, aber da ist gerade der Streit oder das Hin und Her mit den Administratoren auf Wikipedia. Die finden, die World Economics Association ist noch nicht relevant genug, dass sie einen Wikipedia-Eintrag verdient. 12.000 Mitglieder, zwei Zeitschriften, zwei Referite-Zeitschriften, das Real World Economics Review, was regelmäßig 10.000, 20.000 Abrufe hat für wissenschaftliche Beiträge, mehr als jede wissenschaftliche Zeitschrift, ist also nicht relevant genug. Also ich fand das sehr lehrreich, was Wikipedia angeht, zumal ich vor ein paar Jahren auch versucht habe, irgendwann ist es mir dann auch geglückt, den Begriff Plutokratie dort, nicht Plutokratie, sondern Plutonomie, also die Wirtschaft für die Reichen, nicht die Herrschaft der Reichen, sondern die Wirtschaft für die Reichen, da mal einzupflegen. Das war also ein ziemliches Abenteuer und wenn man dann tiefer geguckt hat, hat man dann ganz raffinierte Loops gefunden, die irgendwie verhindert haben, dass man da drauf kam. Und wenn man eben wusste, dass die Citigroup, die da engagiert war, ganze Heerscharen von Juristen hatte, um zu verhindern, dass ihre Publikationen auf diesem Gebiet veröffentlicht werden, dann sieht man auch gewisse Verbindungen. Aber das hat jetzt relativ wenig mit dem Thema zu tun, obwohl ich vermute, dass die Akteure vielleicht hier und da doch Überschneidungen haben. Die Chancen schwinden jetzt, dass mir das gelingt, was ich jetzt eigentlich versprechen wollte, dass ich auf eine halbe Stunde mich beschränke, damit wir noch ein bisschen diskutieren können. Aber ein bisschen sollten wir auf jeden Fall diskutieren. Ich versuche mein schwäbisches Sprechtempo ein bisschen zu beschleunigen und mich ein bisschen zurückzuhalten bei den Details.
Ganz kurzer Überblick, damit Sie sehen, wo es hinlaufen soll. Ich mache eine kurze Diagnose, wie es steht ums Bargeld. Dann will ich die Diskussion einordnen zum heutigen Thema Bargeld versus Vollgeld. Was hat das miteinander zu tun, die Diskussion? Dann will ich mit Cicero fragen, wem nützt das? Also wem nützt das, wenn es Bargeld weniger wird? Und stattdessen... Und wem nützt es, wenn alles so bleibt und kein Vollgeld eingeführt wird? Das sind, wie man sehen wird, die gleichen Leute und die gleichen Institutionen. Insofern wird Bemühungen um Bargeldabschaffung rauskommen, als das Pendant dazu, Vollgeld zu verhindern. Das ist, sind zwei Seiten einer Medaille. Dann wende ich mich den Akteuren zu, nachdem wem nützt es, wer treibt das voran. Man wird sehen, das passt zusammen. Dann, was bedeutet das für uns, wenn uns das Bargeld entzogen wird? Wie ist die Rechtslage? Das ist ganz interessant. Dann die Frage, wie können wir uns wehren? Hängt natürlich auch mit der Rechtslage zusammen, weil man kann das Recht auch durchaus dafür einspannen, weil vieles ist illegal, was da geschieht. Schließlich, was sollte geschehen? Also wie stelle ich mir das vor, wie das Geldsystem laufen würde? Das hat starke Überschneidungen mit der Monetative, mit dem, was die Monetative will. Was dann der letzte Punkt ist, wo sind die Unterschiede? Und da wird sich zeigen, dass das eben bei der Rolle der Zentralbanken ist, wo ich das anders sehe als die Monetative. Also kommen wir zur Diagnose. Da gibt es Schweden, das uns immer vorgehalten wird, immer mehr auch, weil es dort kaum noch Bargeld gibt. Die Schweden werden als sehr digital affin dargestellt, die einfach kein Bargeld mehr wollen und brauchen. Und so könnten wir es doch auch machen, ist die Botschaft. Auch ganz viel in den Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ganz viel. Stimmt nicht ganz. Also es ist, geht nicht von der Bevölkerung aus. Schweden war eher ein frühes Labor für das, was da passiert. Also ich will es jetzt nicht ausführen, aber es gibt eine Studie von der Notenbank von 2014, die ich jetzt gerade noch mal gelesen habe. Da setzen sie sich damit auseinander, dass Bargeld ja gesetzliches Zahlungsmittel ist, lästigerweise auch in Schweden, und fragen, soll man das durchsetzen, was jetzt ja praktisch nicht mehr passiert, oder schafft man das einfach ab, diese Regel, dass es eben nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und da lernt man eben auch, dass die feststellen, dass die Bevölkerung das als selbstverständlich betrachtet, dass Bargeld angenommen werden muss und auch durchaus will, dass das so bleibt. Und letztlich sagt die Zentralbank dann, nicht ausdrücklich, aber von der Argumentation, uns doch egal, Bargeld ist lästig und früher oder später schaffen wir das ab mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel. Und dass das so zurückgedrängt wurde, hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Zentralbank die Bargeldversorgung eingeschränkt hat, zusammen mit den Banken, die dort gemeinsam die Geldautomaten betreiben und eben auch dafür gesorgt hat, dass man kaum noch Bargeld kriegt. Das geht so weit, dass die Zentralbank jetzt schon beim Gesetzgebungsvorhaben EU-Richtlinienumsetzung gesagt hat, so geht's nicht, ihr übertreibt ein bisschen, ist zwar schon richtig, dass das Bargeld zurückdrängt, aber ihr müsst schon auf die Bargeldversorgung in abgelegenen Regionen und für bestimmte Gruppen sicherzustellen, da gibt es schon größere Probleme. Also das ist alles andere als harmonisch dort in Schweden. In ganz Südeuropa und teilweise auch Mittelosteuropa gibt es Bargeldverbote. Man darf also mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel nicht mehr bezahlen, wenn die Rechnung ein bisschen größer ist. Ein Vorreiter war in den USA Louisiana, New Orleans ist dann eine große Stadt, die schon vor relativ vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, ein Gesetz erlassen haben, dass man gebrauchte Gegenstände nicht mehr mit Bargeld bezahlen darf. Also wenn man dort gemeint sind, natürlich nicht irgendwelche Flohmärkte, aber rein rechtlich ist man da schon in der Illegalität, wenn man irgendwie gebrauchte, ich weiß nicht was, da verkauft mit Bargeld. Gemeint ist eher Gold, Schmuck und so, aber es bezieht sich auf alles.
Die größte Bank der USA, JP Morgan Chase, hat 2014 an alle Safe-Inhaber geschrieben, dass sie kein Bargeld mehr in ihre Safes packen dürfen, mit absurden Argumenten. Das ist sicherer und vom Einlagenschutz geschützt und so. Das war in etwa die gleiche Zeit, wo in Griechenland und Zypern so die Leute ihr Geld nicht mehr gekriegt haben. Man hat da praktisch nichts gefunden in den Medien. Ne? Also das hat man auf irgendwelchen österreichischen, also im Sinne von österreichische Theorie, Hardliner-Websites gesehen. Man musste das dann nachrecherchieren und die Fragen und so. Also normale Internetrecherche, nichts außer irgendwelchen Quellen, wo, die man eigentlich nicht so als verlässlich schon zitieren kann. Ne? Also das haben die Medien nicht aufgegriffen. Geld wechseln kann man in den USA praktisch nicht mehr, vielleicht noch am Flughafen, ne? Also mit Bargeld. JP Morgan Chase macht auch ganz viele Experimente, so in den entlegenen Regionen Bargeld irgendwie nicht mehr zu akzeptieren, also da wird ganz raffiniert vorgegangen. Bei uns hat die EZB jetzt nach ganz kurzer Diskussion mal schnell den 500-Euro-Schein abgeschafft. Die Pläne gehen natürlich, Gebühren muss man bezahlen, wenn man jetzt aufs Amt geht und bar zahlen will, ne, dann muss man mehr zahlen in Düsseldorf und anderen Gegenden, und die Politik macht irgendwie die Augen zu. Das war schon im Landtag mit einer Anfrage, ob das denn in Ordnung ist, und irgendwie haben die Landtagsmehrheiten dann gesagt, ach ja, das ist eigentlich nicht so, eigentlich ist es gar nicht so und ist nicht verbreitet, und die werden das schon richtig machen, befassen wir uns nicht mit. So, dann komme ich zur versprochenen Einordnung, wie hängt das mit Vollgeld zusammen, Bargeld? Warum hat man was gegen Bargeld? Da ist erstmal die Frage, was ist Bargeld relativ zu Buchgeld, was die Banken bereitstellen, was ist Buchgeld relativ zu Vollgeld? Und da sieht man eben die Ähnlichkeit von Bargeld und Vollgeld. Bargeld ist Geld, das die Zentralbank, also der Staat, Zentralbank ist ja Einheit des Staats, sowohl herausgibt als auch garantiert. Thomas Mayer nennt es Aktivgeld, weil es anders als alles andere Geld keine Schuld von irgendjemand ist. Die Zentralbank hat es zwar als Verbindlichkeit in ihren Büchern, aber das ist nur ein alter Zopf, weil früher, als es Gold gedeckt war, war es halt eine Verbindlichkeit, da konnte man kommen, sein Geld bringen und die mussten einem Gold rausgeben dafür. Jetzt kriegt man, wenn man seinen 100-Euro-Schein bringt, dann kriegt man halt einen 900-Euro-Schein. Also es ist keine Verbindlichkeit mehr, es wird halt als Verbindlichkeit gebucht, weil das praktisch ist für die Zentralbank, weil da muss es nicht als Gewinn ausschütten, und die Zentralbanken wollen ja alles behalten und nicht irgendwie an den Normalstaat ausschütten. Die Bundesbank sagt dann immer, wenn sie mal was ausschütten soll vom Goldgewinn oder so, nee, das machen wir nicht. Also das jetzt nicht irgendwie übertragen, sondern ganz so. Die sagen, nee, dem Staat, dem kann man ja sowas nicht anvertrauen, der verfrühstückt es ja und gibt es aus, und bei uns ist es wenigstens sicher. Ne? Das selbst zu Zeiten, wo der Staat noch 4-5% Zinsen gezahlt hat und die Bundesbank das praktisch zinslos da bei sich gebunkert hat und dann gleichzeitig sich immer beschwert hat, dass der Staat so viel Geld ausgibt und so viel Schulden hat und so. Ne? Also die Bundesbank hätte schon einiges tun können, um den deutschen Staat zu entschulden mit dem, was sie so gebunkert hat durch Bilanztricks. Also es ist Aktivgeld, es ist keine Schuld und es ist Geld des Staates. Der Staat macht auch den Gewinn, in dem Fall eben überwiegend die Zentralbank, weil sie möglichst wenig ausschüttet davon. Buchgeld der Banken ist Geld, für das kein Staat garantiert, sondern nur die Banken. Die Banken geben das raus, also das sind unsere Guthaben bei den Banken. Wenn wir auf der Bank ein Kontoguthaben haben, dann ist das Buchgeld, mit dem können wir zahlen, indem wir das irgendwo hin überweisen und unsere Rechnung mit bezahlen auf ein anderes Bankkonto. Und
Es ist letztlich eine Verbindlichkeit der Bank uns gegenüber. Das heißt, die Bank hat das Privileg, dass man mit ihren Schulden halt zahlen kann und sie deswegen die Schulden ganz selten begleichen muss. Das ist wie wenn ich jetzt irgendwie eine Bank wäre oder dieses Privileg jetzt auch hätte und will mir irgendwie vom Nachbarn sein Auto kaufen, weil der es verkaufen will, dann gebe ich dem einen Schuldschein, sage ich schulde dir 20.000 Euro und der nimmt den und weil der jetzt seine Steuern damit bezahlen kann, so wie es der Staat den Banken erlaubt, dass man mit Bankschulden Steuern zahlen kann, sagt er, na gut, das brauche ich gar nicht zurückholen, da zahle ich meine Steuern mit und dann ist alles gut. Und wenn er es dann doch braucht, dann zahlt er einfach gleich mit diesem Gutschein mir gegenüber, weil der Nächste nimmt es ja auch, weil er seine Steuern zahlen kann und sonst was. Ne? Das heißt, ich könnte mir für nichts ein Auto kaufen. Ne? Ich kann mir auch irgendwelche Häuser kaufen, ich kann mir irgendwie einen Turm bauen in Frankfurt für mein Hauptquartier, wenn ich dann als Bank ausdehnen will und das kostet mich alles nichts letztlich. Ne? Deswegen haben wir eben so eine Skyline hier und deswegen sind die Skylines eigentlich fast überall die Bankenviertel, weil die sich's leisten können. Ist natürlich blöd, weil solange es Bargeld gibt, weil was man auch machen kann, anstatt es irgendwie zu einer anderen Bank überweisen, ist Bargeld sich damit zu holen, weil letztlich ist ja das Geld immer noch Bargeld. Und das Bankguthaben ist nur eine Schuld irgendwie, mit der man halt die zirkulieren kann. Und wenn jetzt irgendwie wie 2007 das Vertrauen in die Banken nicht mehr so da ist, dann will halt jeder sein Bargeld haben und dann ist es blöd für die Banken, dann müssen sie gerettet werden. Und von daher ist halt schön, wenn das Bargeld mal weg ist, weil dann können sie gleich ein viel, viel größeres Rad drehen. Der Witz ist einfach immer, dass jede einzelne Bank zwar diszipliniert ist, weil das Geld von ihr zu einer anderen Bank kann und durch die Mechanismen, die es gibt, für die die Zentralbanken auch sorgen im Bankeninteresse, ist das schlecht für eine einzelne Bank, wenn mehr Geld wegfließt, als zu ihr kommt. Irgendwann muss sie zugemacht werden, wenn das dauernd passiert. Also es darf keine aus der Reihe tanzen und zum Beispiel ganz viel Geld, also es darf nicht eine kleine Bank wie die GLS jetzt plötzlich einen Turm wie die Commerzbank hinstellen, sonst ist er weg. Ne? Aber wenn jeder in seinem Rahmen und im Gleichlauf das macht, dann können die praktisch alle, was sie sich kaufen wollen, auch Wertpapiere, Immobilien, aus selbstgedrucktem Geld kaufen und wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann fällt da halt eine ganz wichtige Hemmschwelle weg bei dem. Vollgeld ist die Idee, das Buchgeld, was bisher die Banken rausgeben, in staatliche Regie zu nehmen. Da will ich mich jetzt nicht zu lange mit befassen, weil das ist Thema von anderen. Nur so die ganz einfache Vorstellung, wenn das Geld, was wir auf dem Konto haben, jetzt nicht mehr ein Bilanzpunkt der Banken ist und letztlich in der Gewalt der Banken steht und eine Schuld der Banken uns gegenüber ist, sondern als Sondervermögen rechtlich eingestuft wird, dass die Bank das nur für uns verwaltet, dann sind diese ganzen Möglichkeiten der Banken weg und das wird letztlich staatlich garantiertes Zentralbankgeld, das unabhängig davon ist, ob die Bank jetzt pleite geht oder nicht. Und das, diese Eigenschaft teilt es mit dem Bargeld und bedeutet natürlich, dass für die Banken ein Riesenprivileg weggeht und deswegen ist das natürlich das Letzte, was die akzeptieren wollen. Und so muss man auch den ganzen Gegenwind in der Schweiz von Avenir Suisse und so, die Unternehmensvereinigung dort, die ganz maßgeblich von den großen Banken geprägt wird, die sind natürlich da entschieden dagegen. So hängt das zusammen. Dann die Frage, wem nützt das? Ich habe mir die ganzen Vorwände aufgeschrieben, warum man angeblich Bargeld abschaffen muss von ganz früher, Sie erinnern sich vielleicht, waren es die Krankheitserreger vor allem, da das ja so dreckig ist, ne? Ganz ernsthaft, das war immer so das Hauptargument. Das ging dann
in Entwicklungsländern ist es die finanzielle Inklusion, heißt das, war immer das Argument, also dass es ganz viele ohne Konto gibt und die können dann nicht richtig teilnehmen am Finanzleben. Und wenn man jetzt digital das macht, dann können die irgendwie über, ohne dass es da Bankniederlassungen geben muss, können die über Handy oder so ihre Bankgeschäfte machen und das bringt die in den Wirtschaftskreislauf und ist ganz super für die. Das Argument wird immer noch geführt. Und dann ging das bei uns über zu Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und seit es Terror gibt, eben vor allem Terrorfinanzierung. Also die haben sich sehr stark gewandelt, die Argumente. Und was ein bisschen näher zur Ehrlichkeit kommt im ökonomischen Aspekt, ist es halt die Geldpolitik, ne? Dass angeblich die Geldpolitik nicht funktioniert, so wie man sie machen müsste mit Negativzinsen, solange es Bargeld gibt. Das ist was immerhin in die Nähe der Wahrheit kommt, aber natürlich nicht mit dem Ziel, dass man jetzt irgendwie die Wirtschaft besser ankurbeln kann und Arbeitsplätze erhalten, sondern dass man eben die Banken liquide halten kann und das ganze System einschließlich der Wirtschaft am Laufen halten, ohne dass man den Banken ihre Privilegien wegnehmen muss. Das ist letztlich das Ziel. Wem nützt es? Die Banken habe ich schon angesprochen als eine große Gruppe, die sind es 25? Nee. Als eine große Gruppe, die Vorteile davon hat. Die andere große Gruppe sind die Steuerbehörden, die viel besser sehen können, wer was verdient, wenn es über Kontobewegungen geht. Da wird ja alles registriert, aufgezeichnet und dauerhaft bewahrt. Also so die Vorratsdatenspeicherung bei Telekom-Aktivitäten, die ist im Prinzip harmlos, ne? Da streiten wir uns drüber. Aber da geht es darum, sind sie jetzt 6 oder 9 Monate aufbewahrt und sind nur Metadaten, zumindest angeblich, vielleicht auch tatsächlich, aber die reichen ja auch. Aber bei Bankbewegungen wird alles dauerhaft aufgezeichnet. Da gibt es nichts irgendwie nach 6 Monaten löschen oder sowas. Und es sind auch nicht nur die Metadaten, sondern es ist alles. Also das hat eine ganz andere Kategorie. Und wenn wir natürlich kein Bargeld mehr nutzen dürfen, dann ist alles offen da. Sie haben es vielleicht gelesen, Indien hat ja jetzt so eine große Aktion gemacht und plötzlich das meiste Bargeld für ungültig erklärt. Und die Leute gezwungen, das auf Konten einzuzahlen. Bargeldversorgung ist extrem rationiert worden. Natürlich ein Riesenproblem für die ganze Kleinwirtschaft, wo irgendwelche Rikscha-Fahrer, die natürlich keine Verträge mit irgendwelchen Mobile-Payment-Dienstleistern oder irgendwelche Geräte für bargeldlose Zahlungen haben, die sind alle halb ruiniert. Aber ist natürlich super für die Steuerbehörden. Da ging natürlich ganz wenig über die Steuer. Viele können, also der größte Teil der Wirtschaft wäre ja eh nicht steuerbar, ne, weil die kaum genug zum Leben verdienen. Aber es gibt natürlich auch viele, die schon genug verdienen würden und die so dann halt in die Überwachung kommen. Und damit verbunden ist halt die dritte Gruppe, die Polizei und insbesondere die Geheimdienste, für die das natürlich der heilige Gral ist, wenn die überwachen ja sowieso schon das ganze Internet, ne? Und wenn da jetzt auch noch, letztlich sitzen sie ja auch in den Banken, genauso wie in den bei Facebook und so haben sie ihren Raum mit ihren Computerräumen, wo dann irgendwie die Verbindungen sind und wenn sie da natürlich nicht nur das, was nicht bar bezahlt wird, abgreifen können, sondern alles ist das natürlich sehr viel schöner, weil jetzt natürlich alle, die irgendwie vielleicht nicht überwacht werden wollen, dann doch eher Bargeld nehmen. Also die drei Gruppen sind die Profiteure. Dann schauen wir mal nach den Akteuren. Da gibt es eine Better Than Cash Alliance, also besser als Bargeld Allianz, seit 2012, die sich explizit zum Ziel gemacht hat, das Bargeld weltweit zurückzudrängen. Hauptargument bisher finanzielle Inklusion.
inzwischen, wie man auch in Indien sehen kann, Terrorfinanzierung, weil es doch praktisch ist, und Schwarzarbeit. Dass finanzielle Inklusion ein Witz ist, sieht man eben auch in China, in Indien, weil es natürlich nichts gibt, was leichter für die Armen ist, um in den Finanzkreislauf zu kommen, als Bargeld. Sie brauchen keine Infrastruktur dafür, jeder nimmt es, jeder hat es. Also wenn ich mit Bargeld operieren kann, kann ich mich an die Straße stellen, habe gar nichts und kann da meine Orangen verkaufen oder kann Schuhe putzen. Wenn ich dafür irgendwie einen Mobile-Payment-Vertrag brauche, dann sieht es schon ganz anders aus. Also offenkundig gelogen. Die Finanziers und Mitglieder dieser Allianz sind Bill Gates, Microsoft, Datenkrake, Omidchar Foundation, das ist der Gründer von eBay, dann Visa, Mastercard, Citigroup und dann die beiden relativ bekannten CIA-Fronten, Ford Foundation und USAID. Sind also alle versammelt. Die haben sich auch eine kleine UN-Tochter gekauft, die United Nations Capital Development Fund. Zwei Jahre hintereinander war einmal, ich glaube, Visa, eine von den Kartenfirmen, und einmal Bill Gates, die größten Spender. Und danach haben die diese Allianz bei sich aufgenommen und die können jetzt als beheimatet bei der UN irgendwie werben. Ist auch nicht die erste Gruppe dieser Art, aber die hat den schönsten Namen. Es gibt schon ganz eng Verwandte mit praktisch den gleichen Playern, gibt es schon seit 99, die so in die Richtung gehen, die eng mit der Weltbank kooperieren und auch mit dem IWF. Dann bei den Banken JP Morgan Chase schon genannt, ne, die ganz intensiv dabei sind, Bargeld zurückzudringen. In England war es HSBC, die vor 2 oder 3 Jahren schon mal kein Bargeld mehr, also nur noch 3.000 bis 4.000 Pfund Bargeld auszahlen wollten an ihren Schaltern, das dann wieder aufgegeben haben wegen dem Aufschrei. HSBC, ich weiß nicht, wer sich erinnert, ist die Bank, die also gerichtsnotorisch ist als Hausbank der globalen Geldwäscher und Drogenhandelsmafia, die also in riesigem Stil Geld gewaschen hat für die Drogenmafia. Die hat sich da also hingestellt und hat gesagt, wir können euch kein Bargeld mehr rausgeben, Geldwäsche und sowas. Citigroup ist bei der Better Than Cash Alliance. Ihr Chefvolkswirt ist Wim Beuter, einer der Galionsfiguren der Bargeldabschaffer. Und die deutschen Banken sind auch dabei. Ich habe in meinem Buch und auf meinem Blog beschrieben, wie ich mal versucht habe, 15.000 Euro von meinem Konto abzuheben. Da merkt man dann, dass die deutschen Banken da auch eifrig mitmachen. An Personen, Larry Summers, früherer Finanzminister der USA, sehr viel Geld in der Finanzbranche verdient hinterher. Harvard-Professor, früherer Harvard-Präsident, früher bei der Weltbank auch, Weltbank, IWF, die beiden Washingtoner Schwesterorganisationen. Ken Rogoff kam gerade mit einem Buch raus gegen das Bargeld, früherer IWF-Chef-Volkswirt, Harvard-Professor, einige andere Verbindungen. Guillermo de la Dehesa will ich jetzt mal nicht erwähnen, den kennt man nicht so. Wim Beuter, Citigroup-Chef-Volkswirt. Mario Draghi, EZB-Chef. Der ist ein Akteur, wie man bei dem 500-Euro-Schein gesehen hat. Und weil er bei diesen ganzen Bargeldverboten in Südeuropa, Frankreich und sonst was nie was dagegen hatte, wenn man sein Bargeld verbietet, das er unterschreibt, obwohl da durchaus was zu sagen gehabt hätte. All diese sind auch Mitglied der Group of 30. Das ist eine Gruppe, wo sich die großen Zentralbanker auf sehr schlüpfrige Art mit den großen internationalen Banken hinter geschlossenen Türen abstimmen.
Das ist eine große Frage, warum das in Ordnung ist. Dann gibt es die ganzen, die Bargeldverbote eingeführt haben. Beziehungsweise, man muss jetzt noch erwähnen, Raghuram Rajan, der bis vor kurzem indischer Zentralbankchef war, der war auch Chefvolkswirt des IWF, der war, glaube ich, auch in Harvard. Und der hat das also sicher schon vorbereitet, weil der Banknotendruck und alles muss ja vorbereitet sein. Das vor 2 Monaten oder so ist er da abgetreten, der passt da also auch rein. In Italien hat es Mario Monti eingeführt, früherer EU-Kommissar. Mario Monti hat es stark verschärft, eingeführt hat es Romano Prodi, auch ein Ex-EU-Kommissar. Tommaso Padia Schioppa in Italien als Finanzminister, kam von der EZB. In Portugal Vitor Gaspar als Finanzminister, kam auch von der EZB mit Zwischenstation bei der EU-Kommission. In Bulgarien Simeon Janko, ein Ex-Weltbank-Mitarbeiter und relativ eng mit Samas verbunden. Also das waren die ersten, die so diese Bargeldverbote eingeführt haben. Also man sieht, da gibt es gewisse Verbindungen. Was bedeutet es für uns? Ich habe es schon angedeutet, will es kurz halten, totale Überwachung. Und wir sind den Banken ausgeliefert, unser Geld wird bei den Banken eingesperrt. Es gibt jetzt auch die Verpflichtung, dass wir als Gläubiger bluten müssen, bevor der Staat retten kann. Wir sind ja dann die Gläubiger. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Der Staat zwingt uns, unser Geld den Banken anzuvertrauen und dann erlässt er eine Regel, dass die bösen Gläubiger, die nicht aufgepasst haben und die Banken nicht diszipliniert haben, dass die ja bluten müssen, bevor der gute Staat da irgendwie sein Geld reintun kann. Also dann werden wir mit diesem Argument, dass wir ja hätten was machen können und wir ja die bösen Gläubiger sind, die ja da nicht gerettet werden dürfen, dann wird uns halt das Geld weggenommen, wenn es die Banken mal übertrieben haben. Also das blüht uns. Und mit der totalen Überwachung, weshalb mir das vor allem Sorge macht und eigentlich auch jedem Sorge machen sollten, der sagt, naja gut, für mich interessieren die sich nicht, aber es bedeutet natürlich, dass man in eine totale Duckenmäusergesellschaft kommt, wenn überhaupt keiner mehr sich traut, irgendwas zu tun und auf dieser Internetseite zu gucken, die ja vielleicht auf irgendeinem Index steht und so, also ganz verheerend gesellschaftlich. Rechtslage, Paragraph 14, Absatz 1, Bundesbankgesetz, Eurobanknoten sind das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Unbeschränkte, genau. Artikel 128, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Der Titel sagt auch schon viel über die EU. Eurobanknoten sind gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist das besonders Schöne, ne? Also ich habe ja mein Verfahren, wo ich noch auf die Zustellung des Urteils warte und noch nicht weiß, wie es ausgefallen ist in Sachen Barzahlung der Rundfunkgebühr. Das argumentiert damit, dass die Länder und die Rundfunkanstalten keine Befugnis haben, sich über ein Bundesgesetz wie das Bundesbankgesetz hinwegzusetzen, wo Bargeld eben unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel ist, was, wie man bei der Bundesbank auch nachlesen kann, bedeutet, dass jeder das annehmen muss, wenn man seine Schuld damit begleichen will, beziehungsweise sie haben das dann irgendwann geändert vor einem Jahr oder so, in Ansehung meines Verfahrens, und haben gesagt, man muss es nicht annehmen, aber jeder, wenn man Rechtsnachteile vermeiden will, muss man es annehmen. Sprich, man kriegt es dann halt nicht, wenn man es nicht annimmt. Ne? Man muss natürlich das Geld nicht nehmen, aber die Schuld ist dann halt praktisch getilgt, wenn man es nicht haben will. Das Schöne ist, steht auch im EU-Vertrag, Sie erinnern sich vielleicht, dass Schäuble ja für diese 5.000 Euro Obergrenze für Barzahlungen auch nicht in Deutschland, sondern EU-weit geworben hat. Er steht jetzt da als einer, der auch dafür ist, diese Obergrenzen einzuführen. Ich mag ihn zwar gar nicht, aber in dem Fall ist das, glaube ich, nicht so, sondern der ist von Frankreich eben unter Druck gesetzt worden, da mitzumachen, hat aber keine Lust.
und hat es dann ganz raffiniert der EU zugespielt, die das machen soll, europaweit. Die EU hat aber, wie man bei diesen ganzen EU-Kommissaren gesehen hat, zwar ein großes Interesse, dass das so passiert, aber sie kann es nicht selber machen, weil die EU einen juristischen Dienst hat und an das Gesetz gebunden ist. Die kann zwar die Augen zumachen, wenn Italien das macht, und dann gibt es halt keinen Kläger und keinen Richter, aber wenn die EU jetzt irgendwie, wie Schäuble aufgetragen hat, ein Konzept machen soll, wie man das europaweit einführen kann, dann muss ihr juristischer Dienst sagen, wie das geht. Und der juristische Dienst kann halt anders als die EZB, die das immer gemacht hat in ihren Stellungnahmen zu diesen Verboten, kann der juristische Dienst Artikel 128 EU-Vertrag nicht einfach vergessen. Die EZB hat den relevantesten Paragraphen einfach immer weggelassen und dadurch immer gesagt, ist kein Problem, ne? Also schwere Rechtsbeugung. Das kann die EU nicht machen. Sie sollte eigentlich im April oder Mai ihr Konzept vorlegen. Sie hat es immer noch nicht vorgelegt und sie wird es auch nicht vorlegen. Also war recht raffiniert von Schäuble. Aber das ist natürlich nur eine gewonnene Schlacht. Ich muss fertig werden, deswegen lasse ich es dabei. Wie können wir uns wehren? Ich habe schon die Paragraphen genannt. Es gibt in Deutschland auch ganz viele Annahmeverweigerungen vom Finanzamt und von Behörden und sonst was. Also wenn einmal mein Urteil zugestellt wird und idealerweise gut ausgefallen ist oder in der nächsten Instanz dann gut ausfällt, ist also jeder eingeladen, das dann zu nutzen und diese ganzen anderen Instanzen auch mit Bargeld zu beglücken und entsprechend vor Gericht zu zerren, wobei ganz kurz nebenbei gesprochen, mir geht es natürlich nicht darum, dauerhaft nur mit Bargeld zu zahlen, mir geht es darum, dass unsere Parlamentarier, deren Aufgabe das ist, sich damit beschäftigen und ein modernes gesetzliches Zahlungsmittel machen und das nicht einfach den Banken und ihren Interessenvertretern bei der EZB überlassen, das Geldsystem zu formen, sondern das gesetzlich zu fundieren, sodass man auch abseits des Bargelds ein gesetzliches Zahlungsmittel hat, das man nutzen kann. Aber solange man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Staat irgendwie die Privatsphäre schützt und so, gibt es eben nichts anderes, als auf Bargeld zu drängen. Mein Ideal sieht so aus, dass es eine Monetative gibt, nicht keine Monetative, Vollgeld, dass es einen Staat gibt, der die Privatsphäre schützt und insofern dafür sorgt, dass man mit diesem Vollgeld auch digital bezahlen kann, ohne dass alles aufgezeichnet und überwacht wird. Und dass es auf jeden Fall keine Monetative gibt, sondern dass dieses System von gewählten Volksvertretern überwacht wird, weil die Notenbanker Interessenware der Bankbranche sind und es für mich völlig naiv ist zu glauben, dass wenn die irgendwie mit Unabhängigkeit ausgestattet dieses System kontrollieren, dass die das dann im Sinne der Bürger machen, das halte ich für völlig naiv und ist auch nicht umsetzbar, indem man jetzt irgendwelche neuen Zentralbanker bringt, weil die relativ schnell eingemeindet werden. Ja, das war schon, wie steht das zur Monetative? Ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen diskutieren können, die Unabhängigkeit der Zentralbanker, und stehe dann jetzt für Fragen und Anregungen und Gegenargumente zur Verfügung. Ja, Wortmeldung bitte ins Mikro, ich komme mal einfach rum. Ja, ich glaube, vielen Dank für das tolle Referat. In der Tat, Bargeld ist etwas ganz Entscheidendes für die Aufrechterhaltung der Bürgerrechte. Aber der Trend geht eben weg vom Bargeld.
Und jetzt, wenn wir diesen Trend weiterverfolgen, könnte am Endpunkt doch eben das digitale Geld stehen. Und das wäre eben gerade ein Argument für das Vollgeld. Genau dieser Trend zwingt uns ja zur Einführung des Vollgelds. Denn wir müssen fragen, was dann passieren würde, wenn das Bargeld verschwindet, auch faktisch verschwindet, wenn also dieser Anteil immer geringer würde, dann besteht tatsächlich Vollgeld, aber Vollgeld von alleine geschöpft von den Banken. Das ist aber nicht gerade das, was wir wollen. Und die systemisch interessante Frage wäre, ob so ein System überhaupt stabil sein könnte, ob überhaupt ein Geldsystem nicht einen Anker bräuchte, einen souveränen Anker, der nur eben vom Souverän geliefert werden kann, weil das andere würde sozusagen, kämen wir vom 80% Wahnsinn, den wir jetzt haben, in einen 1000%igen Wahnsinn, wenn nur mehr die Banken das Geld herstellen würden. Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist, also ich fand es spektakulär, dass in dem Bericht der schwedischen Zentralbank, den ich schon erwähnt habe, wo es darum geht, soll man das gesetzliche Zahlungsmittel beibehalten oder abschaffen, diese Frage nicht einmal diskutiert, ja nicht mal aufgeworfen wurde. Also die reden drüber, das gesetzliche Zahlungsmittel abzuschaffen und nur noch Bankengeld zu haben und fragen sich nicht, kommen zum Ergebnis, dass das vielleicht nicht gleich, weil es noch zu viel Widerstand dahin gehen soll und fragen sich gar nicht, was die systemischen Implikationen sind. Jetzt soll man nie sagen, ne? Es ist sicherlich nicht stabil, wenn wir Konkurrenz haben, sowohl international als auch national. Das würde natürlich bedingen, also entweder das gibt eine riesige Finanzkrise irgendwann oder es gibt halt irgendwann den starken Player, der das Ganze steuert, einen großen Teil des Gewinns auf sich zieht und entsprechend mächtig wird und über Gewinnverteilung und sowas das regeln kann. Es gab ja auch jahrzehntelang in den USA keine Zentralbank, da gab es dann eben Bankengesetze, die gesagt haben, was die Banken dürfen und versucht haben, das über gewisse Mechanismen dafür zu sorgen, dass die Banken, die in Konkurrenz miteinander waren, keine einzelne irgendwie übermäßig Geld schöpfen kann und hat von vornherein das so gelehrt, dass es da verschiedene Klassen von Banken gab. Und dass die großen New Yorker Banken halt die obersten waren, die schon von Gesetz her praktisch das Ganze gesteuert haben. Das hat relativ lang funktioniert und hat natürlich viele Banker sehr reich und mächtig gemacht, ist ja irgendwann schon zusammengebrochen. Also man soll nicht sagen, glaube ich nicht sagen, es kann nicht gehen, aber wenn es geht, dann hat es irgendwie Konsequenzen und Bedingungen, die auch nicht schön sind. Wir haben ja seit 2013 diesen schönen Rechtskommentar von dem Hamburger Strafrechtsprofessor Michael Köhler, der dieses schöne Papier verfasst hat, viele werden es vielleicht kennen, Humes Dilemma, die Geldschöpfung der Banken als Vermögensrechtsverletzung. Und dieser Artikel findet sich ja in einem dicken Buch, das nennt sich Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems. Nachdem der erschienen ist 2013, habe ich mir den gleich besorgt, habe dann den Artikel gelesen und habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass es sich tatsächlich um die Grundlagenschrift in Deutschland handelt und dass man unter den Autoren, die Beiträge für diesen dicken Wälzer gemacht haben, auch den Herrn Andreas Voskuhle findet. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Sie schon irgendwie was festgestellt, dass im juristischen Bereich, wenn die Bezeichnung der Geldschöpfung der Banken als Vermögensrechtsverletzung von einem prominenten Strafrechtsrechtler in ein Grundlagenwerk einfließt, dann sollte das doch eigentlich irgendwas bewirken. Sollte man meinen.
Es gibt vereinzelt welche, die das durchaus betreiben, wenn auch vorsichtig. Also der Herr Siegmann in Frankfurt argumentiert doch so, der ist ja nicht ganz unwichtig. Es gibt noch andere, nicht so prominente, aber ich habe auch den Eindruck, also Herr Siegmann hält sich da auch halbwegs bedeckt und das ist natürlich, wenn man mit Geld zu tun hat, braucht man auch irgendwie ein gutes Verhältnis zur Bundesbank und zur EZB und die EZB ist natürlich ganz klar bei den Bargeldabschaffern. Die Bundesbank hat so hin und her chargiert. Ich habe jetzt auf meinem Blog geschrieben, für wen es interessiert, dass die jetzt auch bei den auch übergelaufen ist anscheinend, nachdem wie die jetzt so redet und was die jetzt so an Veröffentlichungen mitverantwortet. Ist ein bisschen wie bei den Ökonomen, ne? Wenn man also irgendwie in der monetären Ökonomik zugange ist, dann hat man entweder ein gutes Verhältnis zur Bundesbank, EZB, FED und wird auf die Konferenzen eingeladen und dort hofiert und propagiert oder man ist niemand. Ne? Da gibt es keine dritte Möglichkeit praktisch, aber es gibt immer so welche, die in der Nische groß werden, aber an sich gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Ne? Insofern darf man da nicht allzu viel hoffen. Was die in Sachen Rechtssystem, kann man hier und da auch Zweifel kriegen. Ich habe ja vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Es gab einige Nachahmer. Sonderbarerweise gab es schon 4 oder 5 Urteile in Bayern über die Nachahmer, bevor bei mir überhaupt mal die mündliche Verhandlung angesetzt wurde. Die haben alle verloren. Ich glaube, die hatten auch alle keinen Anwalt. Dann weiß natürlich das Gericht auch, dass das nicht in die Berufung geht, wenn der schon in der ersten Instanz keinen Anwalt hat. Und wenn man sich diese Urteile liest, also hanebüchen, das kann man nicht glauben, dass Richter am Verwaltungsgericht so urteilen, da würde kein Jurist im ersten Staatsexamen eine Chance haben mit sowas. Also da, wenn sie sich überhaupt auseinandersetzen mit Bundesrecht schlägt Landesrecht, dann sagen sie, und das trifft auch nicht, weil es wäre ja unpraktisch im Massenverfahren. Wenn, ernsthaft, ne? Also so. Ganz Wahnsinn, wenn man dann sieht, dass zweite Instanz ist Verwaltungsgerichtshof in Bayern, der Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, da würden also die Berufungen hingehen, der ist qua Amt Mitglied im Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks. Und bei mir geht es ja jetzt um, um den Rundfunkbeitrag. Ne? Ich nehme mal an, dass der auch bei der Richterbeförderung was zu sagen hat, kenne ich mich aber nicht so aus. Falls es dann noch eins höher geht, da ist er dann auch noch Richter im Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Also da, in Bayern ist da relativ gut abgesichert, dass nichts geht. Ich glaube, in Frankfurt hatte ich so den Eindruck, dass das nicht schlecht lief, aber ich warte halt noch aufs Urteil. Aber die Richter haben zumindest irgendwie sich ziemlich distanziert von den bayerischen Urteilen, haben gesagt, das kann man auch besser machen. Ich hoffe, also die haben so betont, wir werden uns da schon ernsthaft mit auseinandersetzen und sie brauchen keine Angst haben, dass wir das jetzt abbügeln wollen. Wir werden die Kernfrage schon beantworten und die haben sie auch verstanden. Insofern bin ich nicht ganz ohne Hoffnung. Ja. Wenn man sich die Transaktionen ansieht, nicht von der Anzahl, sondern vom Wert her, dann muss man doch sagen, die Transaktionen mit Bargeld sind in der Größenordnung wertmäßig von 1%. Das heißt, de facto ist eigentlich ja das Bargeld schon abgeschafft. Und ich denke, was der Schwerpunkt sein sollte, müsste der sein, dass man das Recht hat, anonym oder pseudonym zu zahlen. Das müsste der Schwerpunkt der Stoßrichtung sein. Ich wollte noch mal auf den Punkt gesetzliches Zahlungsmittel. Ich glaube, das ist einer der ganz großen Missverständnisse. Das ist out of context. Und zwar, da ging es einmal in dem, glaube ich, Paragraph 14 Bankgesetz, Bundesbankgesetz, darum zwischen Münzen und Banknoten, weil die Banknoten, die sind, das heißt so, unbeschränkt
gesetzliches Zahlungsmittel, während bei Münzen muss man, glaube ich, nur 50 Stück oder so annehmen. Es ist so, das Chiralgeld der Geschäftsbanken ist natürlich genauso gesetzliche Zahlungsmittel, wenn Sie sich die ganzen Gesetze, Verordnungen und alles ansehen. Das ist alles gesetzlich geregelt. Der richtige Sprachgebrauch wäre meines Erachtens, dass man da gesagt hätte, staatliches Zahlungsmittel und privates Zahlungsmittel. Das wäre die richtige. Aber von der gesetzlichen Regelung her haben wir in beiden Fällen gesetzliches Zahlungsmittel. Also der BGH ist anderer Meinung. Seit 1958 bis mindestens 2015, von 2016 kenne ich noch kein Urteil, aber 2015 ist auch schon recht frisch. 58, nageln Sie mich nicht fest, plus minus, hat er geurteilt, nur Banknoten und Münzen sind richtiges Geld, nur damit kann man bezahlen. Also das war von der anderen Seite argumentiert. Bankengeld muss keiner annehmen, das ist kein Bezahlen, das ist keine Leistung mit Geld, sondern ist nur Leistung an Geld des Staat. Die kann man annehmen, wenn man will. Und wenn man es annimmt, dann ist die Schuld beglichen, aber letztlich wird sie nur mit Geld beglichen, ohne dass der andere was dagegen machen kann. Das hat der BGH im letzten Jahr auch nochmal so bestätigt, diese Sichtweise. Da ging es darum, ob die Banken Geld dafür nehmen dürfen, dass sie Bargeld auszahlen. Das hat er hat dem Unternehmen, das sich gewehrt hat, gegen hohe Gebühren Recht gegeben, schon aus anderen Gründen, hat dann aber noch im Ceterum censeo, oder wie das heißt bei den Juristen, extra gesagt, ne? Es ist auch so, dass sie aus seiner Sicht schon deswegen kein Geld dafür nehmen können, weil die Bank der Schuldner ist. Das ist ein Schuldverhältnis. Ich habe mein Geld denen gegeben. Rückzahlung geht nur in Geld, sprich Scheinen und Münzen. Und zwar täglich kündbar. Das heißt, ich beende das Schuldverhältnis als Gläubiger vertragsgemäß, indem ich sage, ich hätte gern mein Geld zurück. Und der Schuldner darf nicht Geld dafür verlangen, dass er seine Schuld begleicht. Das geht nicht. Also das so in Normalsprache, was der BGH da geurteilt hat. Also der BGH ist konsistent der Meinung, dass das nicht so ist. Dass Buchgeld nicht Geld wie staatliches Geld ist. Es stimmt, dass die Verwaltungsgerichte das im Sinne des Massenzahlungsverfahrens praktisch und so weitgehend ignorieren. Ich glaube, das muss der BGH insofern sein, weil er sonst sehr viele Gesetze ändern müsste. Zum Beispiel Strafgesetzbuch, da heißt es ja, wer Geld nachmacht und bla bla bla. Und dann wären sogar, das wäre organisierte Geldfälschung, wenn das nicht praktisch so gemacht wird. Aber de facto ist es ja so, durch die Vertragsfreiheit spielt es doch gar keine Rolle. Wenn da gesagt wird, auf der Rechnung, bitte zahlen Sie auf das Konto etc., dann bedeutet das, es ist im Grunde genommen aufgrund der Vertragsfreiheit, ist es nicht an Erfüllung statt, sondern es ist die Erfüllung, wenn auf das Konto des Lieferanten bezahlt wird. Deswegen habe ich ja auch nicht irgendwie Ryanair oder sonst jemand verklagt, sondern den Staat, weil es dem Staat gegenüber keine Vertragsfreiheit gibt. In diesem unsäglichen Gesetz steht drin, dass ich diesen Rundfunkbeitrag zu zahlen habe. Fertig. Ne? Es gibt immer die Verrückten im Internet, die sagen, ich bin ein Agent der Gegenseite, ne? Und ich will die Leute da reintricksen, dass sie mit dem Rundfunkservice, wie das so schön heißt, ne, dass sie da hinschreiben und sagen, ich will zwar zahlen, aber nur bar, damit bin ich in Vertragsverhältnis mit denen eingetreten und das wollen die und deswegen und vorher haben sie eh nichts zu kriegen und der Rundfunkstaatsvertrag ist kein Gesetz, sondern ein Vertrag und das ist so ein bisschen wie die Reichsdeutschen halt, das Ganze, das hat auch Verbindungen.
Aber das ist halt Quatsch, ne? Ich muss das von Gesetzes wegen zahlen, es gibt keine Vertragsfreiheit und der Staat muss sein eigenes Geld, das er rausgegeben hat, akzeptieren. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Dass das Finanzamt als Agent des Finanzministeriums dass das über die EZB jetzt gemeinsam halt früher über die Bundesbank das Geld rausgibt, sagen, nee, das Geld ist mir nicht gut genug, ich will bitte das Geld von den Banken. Das ist ja absurd, ne? Und das widerspricht auch der Rechtslage, das ist natürlich, und so haben die Schweden auch argumentiert, ne? Faktisch ist es ja schon weg, soll man es jetzt auch juristisch wegtun, ne? Aber das wäre halt schon nochmal was ganz anderes für uns. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als 1% vom Volumen, aber ich weiß es nicht genau, vielleicht auch nur 1. Aber man hat noch die Möglichkeit, bar zu zahlen, wenn es egal, was die anderen machen. Ne? Die Möglichkeit hat man eben noch. Und wenn das Bargeld ganz weg ist, dann ist eben auch klar, das hatte ja in Griechenland und Zypern schon seine Relevanz, dass die Leute hätten auf die Bank gehen können, auch wenn sie es normalerweise nicht machen. Ne? Aber in der Krise würden sie es dann halt schon machen. Von daher ist der Unterschied zwischen 1% und 0% dann schon ganz riesig. Und wenn ich den einen Punkt noch machen darf, wo das hin soll, ne? Das hatten Sie auch gesagt, es geht letztlich um die Überwachung. Es gibt gerade einen Vorschlag von der EU-Kommission, Richtlinienvorschlag, wie mit Prepaid-Karten umzugehen ist. Also Kreditkarten, die man auflädt und mit denen man dann anonym im Internet einkaufen will, das wollen die eben abrasieren, ne? Wo auch manche Juristen sagen, das ist gegen alle Rechtsprechung in Sachen Privatsphäre und sonst was völlig überzogen, aber es zeigt schon, wo es hin soll, ne? Es soll eben jede Privatsphäre in finanziellen Dingen beseitigt werden. Markus Duscher aus Heidelberg vom Fair Finance Institut in Gründung. Ich habe eine Frage, oder nochmal vorab, ich finde die Diskussion um das Bargeld einen total spannenden und guten Aufhänger auch für die Vollgelddiskussion. Und Sie haben ja selbst gesagt, das ist nochmal auch Ihr Ziel hauptsächlich, dass es zu so einer parlamentarischen Diskussion kommt, was so gesetzliche Grundlagen unseres Geldes eigentlich sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich mir die Machtsituation, wie Sie es vorhin beschrieben haben, aber angucke, ist es natürlich auch nicht ganz ungefährlich, wenn jetzt die Diskussion käme und es ist keine wirkliche Lobby da, die die anderen wichtigen Forderungen nach den, also von der Vollgeldinitiative insgesamt oder auch von denen, die eben da genügend Anonymität einfordern, dann kann das natürlich schnell auch in die andere Richtung losgehen, dass das einfach doch tatsächlich zu einer Legalisierung sozusagen des jetzigen Zustands mit dem Bankengeld kommt, wie wir es im Moment haben. Deshalb nochmal Ihre Frage zu der strategischen Einschätzung, was nicht, dass es also nach hinten losgeht sozusagen. Das Urteil kommt, es ist nicht gültig und dann haben wir morgen das Gesetz da, ach, dann machen wir eben jetzt das Chiralgeld, wie es heute ist, zum auch ja, gesetzlichen dann, Zahlungsmittel. Dann wäre es auch nicht schlimmer, glaube ich, als es ist, aber es geht nicht so leicht, weil die EU hat ja viele Probleme, ne? Aber in dem Fall ist es mal eine schöne Sache, dass man eigentlich an den EU-Vertrag nicht mehr ran kann, weil die Bürger so stinkig sind auf die EU, dass sie eigentlich immer Nein sagen, wenn man irgendwas ändern will. Ich denke auch mit gutem Recht sind sie so stinkig. Und von daher kann man 128 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union halt schlecht ändern. Ne? Und deswegen kann die Kommission halt auch keinen Vorschlag vorlegen für europaweite Bargeldobergrenzen. Also es ist schon ein ziemlich gutes Bollwerk, dieser 128. Gut, dann würde ich sagen, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Eine ganz kurze noch. Zwei, die schon dran waren. Also wenn es ganz, ganz kurz ist. War kurz. Ganz kurz, Sie haben erwähnt, dass die sogar die Zentralbanker für die Bargeldabschaffung sind. Ja? Aber verdammt nochmal, warum? Das schaffen Sie sich doch selbst ab. Nö. Wenn die Banken allein das Geld herstellen dürfen, dann brauchen sie ja jemanden, der sie beaufsichtigt, wie früher auch. Ne? Das ist ja im elementaren Bankinteresse, das Geld, das sie herstellen dürfen und womit sie sich alles kaufen dürfen, werthaltig zu halten.
Und dazu müssen sie sich gegenseitig disziplinieren, dass keiner das Geld wertlos macht, indem er unbegrenzt raushaut davon. Und das machen halt die Zentralbanken. Und die sind halt die Interessenware der Banken und deswegen sind die für die Bargeldabschaffung. Ich möchte noch eine ganz kurze Anmerkung bringen zu diesem Themenbereich gesetzliches Zahlungsmittel, nicht gesetzliches Zahlungsmittel, was jetzt hier so mit Staat versus Privat gleichgesetzt worden ist. Ich sehe das ganz anders. Wir haben Vertragsfreiheit. Das heißt, wir können bezahlen, mit was wir wollen. Dem Richter stellt sich jetzt die Frage, wenn zwei vor ihm auftauchen und sagen, ich möchte aber mit meinen dreckigen Socken bezahlen und ich aber mit meiner abgegriffenen Unterhose, was macht der Richter dann? Ja, das gesetzliche Zahlungsmittel ist eingeführt worden, damit die Juristen Streithähne, die sich nicht über die Zahlungsart klar werden, zu irgendeiner Zahlungsart verdonnern können. Ja, und es hat mit der Frage Staat oder Privat mal primär nichts zu tun. Die Richter hätten, man könnte sich auch darauf einigen, dass man sagt, okay, als Zahlungsmittel, zu dem Streithähne verknackt werden, könnte durchaus auch ein privates sein. Also ich, meiner Meinung nach hat gesetzliches Zahlungsmittel mit der Frage Staat oder Privat mal primär nichts zu tun. Dass sich das dann miteinander verheiratet, vielleicht schon, aber im Grundsatz eigentlich nicht. Gut, das geht zurück auf die Frage, was ist eigentlich Geld und Chartalismus versus die anderen Erzählungen. Ich lese Ihre so, dass Sie auf das so zurückgehen. Ne? Geld ist entstanden, um den Handel zu erleichtern, damit man nicht bartern muss und all sowas. Das ist halt eine Idee, die aber halt nicht stimmt. Ne? Es gibt einfach keine historische Evidenz, dass irgendwie Geld so entstanden ist. Geld war immer eine staatliche Geschichte und jetzt kann man natürlich sagen, das muss nicht so bleiben, kann man darüber diskutieren, aber von der Entstehung her kommen wir halt daher, dass der Staat das Geld bereitgestellt hat. Ich will es jetzt nur einordnen, ne? Das ist natürlich eine weltanschauliche Geschichte. Entscheidend ist ja, ob man die Steuern damit zahlen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt mit diesem Geld. Gut.